Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge The Beast Inside. Wir stehen immer noch in dieser blöden Hütte und müssen dieses blöde Rätsel lösen. Ich hoffe, dass ich es heute hinkriege. Ich bin nicht die hellste Leuchte im Kerzenständer, wisst ihr ja. Aber mit dem Kaffeechai kriege ich das hin. Das sind so schrecklich lange bei dem Spiel. Das wisst ihr gar nicht, weil ich die immer wegschneide. Es ist dramatisch, wie lang die sind. Ja, endlich stecken wir doch wieder in der Hüttenstrand, gell? Kann ich die Tür auch wieder zumachen? Ich mag nicht, dass die Tür auf ist. Ich kann sie aber nicht zumachen. So, wir fangen nochmal von vorne an. Hier ist dieses Plus. 3 Minus, das ist eigentlich so das Einzige, wo ich noch nicht weiß, wir finden, ob wie das funktioniert. Dann machen wir hier mal dunkel. Dunkel, so. Machen wir oben den Funzel an. Peng. Ach, die Scheiße haben wir ja auch noch gehabt. Gab's da irgendwelche Infos? Naja, das war das mit der Seite, das haben wir ja. Das wussten wir ja, aber. Mit diesem Minus. Invisible Ink, Security Ink, a colorless substance. Scheibe da. Ja, das hat alles. XDF, ich hab keine Ahnung. My gut tells me someone has written something. Ist der Zettel, den wir da wieder unten hinlegen müssen? There must be a way to unravel it. Dann sind ja die ganzen Punkte, wo wir uns hinstellen müssen und wo wir hinschauen müssen, ist ja markiert. Da war das Spiel ja so zuvorkommend. So. Packen wir uns unseren Zettel hin. Thermochromic pigment. It has something to do with temperature. Lampe an und it works. C1. Oh. B1 ist schon mal fix. What is that son of a bitch up to? Dann kann ich die Dinger mitnehmen, warum auch immer. Dann stehen wir einmal hier und gucken dahin. Ach, jetzt haben wir hier minus 3 stehen. Nee, da muss jetzt das Bild weg. Ah, also. A ist gleich 3, C ist gleich 1. Dann stellen wir uns hier hin. D ist gleich 2. Und B fehlt uns jetzt. B fehlt uns jetzt. Und das hat mit Sicherheit irgendwas zu tun mit dem Scheißdreck hier. D1, D2, A3. Ich meine, wir könnten jetzt sagen, wir probieren alles durch. Das ist eigentlich nicht so mein Style, gell? A3 ist G. B wissen wir ja nicht. Da machen wir jetzt einfach mal Q. C1 ist I. D2 ist F. Falsch. So, A3 ist J. Dann haben wir B, dann haben wir D und dann haben wir D. Falsch. Dann haben wir Z. Dann haben wir E. Dann haben wir J und dann haben wir Y. All again. If I can't find any clues, I'll never get. Nein. Einen Versuch haben wir noch. Wir haben jetzt B. U, I, Q. Finally. Now we can go in the basement and deal with that fucker. Ein Keller. Das kann ja ernst sein. Wieso muss ich denn immer in den Keller gehen? Jetzt machen wir erstmal wieder alles hell.
Geht's denn überhaupt in den Keller? Hallö? Meint jetzt aber nicht unseren Keller, oder? Schau dich im Keller um. Ach so, ach, das da draußen war ja das. Und ich vergaß. Ja, mach auf das Ding, komm. Hopp. Oh, das ist ein heller Keller. Sowas kann ich leben. Blut, oder? So much blood. What's happened here? Slaughtered. Like an animal. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And why? Die Sowjets. Letzter Zeit drehen sich wahnsinnig viele Spiele darum, was für Arschlöcher die Sowjets sind, gell? Bald zum zweiten Kalten Krieg. I finally made it to the mine, but something followed me. Nein! Fuck off, Alter. Ich habe es endlich zur Mine geschafft, doch jemand etwas ist mir gefolgt. Ich bin mir sicher, dass es kein Mensch war. Es ist mir gelungen, es abzuschütteln. Zumindest glaube ich das. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Man hat mir gesagt, dass ich keine Zeit daran verschwenden darf, Druckbilder nachzustellen. Vater, der Detektiv, die Mine. Hoffentlich werde ich hier fündig. Fuck off. Mit dem das Spiel. Im Schlund der Finsternis. Das klingt ja super. Oh Gott, das Himmels Willen. Wo bin ich? Levelsonne. Oh mein. Es wird ein Irrgarten. Da brauche ich nochmal einen Schluck Kaffee, bevor wir loslegen. Das wird jetzt räutig, glaube ich. Die Mine meines Vaters hat sich für so viele als Grab erwiesen. Es ist einfach schrecklich. Wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte, sollte ich mich an die Hinweise in Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andernfalls finde ich nie wieder hier raus. Den grünen Lichtern folgen. Steht jetzt minus 1. Ach Gott. Bei der Explosion verloren 3 Bergleute ihr Leben, aber auch, was wie ein seltsamer Zufall erscheint, Hyde's Partner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und dem Gasthaus besaß. Einer der Gäste, der ein wichtiger Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der Einzige in der Gegend, der unter ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf zu sein, dieses Geheimnis zu ergründen. Ich helfe ihnen gerne, aber natürlich nicht kostenlos. Der Accident claimed the lives of 4 people. Why would my father kill them if they were his friends? And on top of that, the explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense. My father was no fool. He wouldn't hurt his own interests. Bin hier, ja, was heißt das? Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hin muss, Junge. Gibt hier verschiedene Stockwerke wahrscheinlich, also hier kann ich. Es sind überall Karten, ja, weil ich wahrscheinlich immer wieder nachschauen muss. Green light. The one that the dead man had written. Oh, okay. If he was right, then I'm on the right track. Und jetzt? Hier ist alles zu. Muss ja da lang. Hm? Jetzt bin ich wieder im Eingang. Müssen halt alle irgendwie angehen, oder wie?
Alter, mir geht schon wieder die Düse her. Hier war ich doch auch schon. Wieder der Eingang, oder? Ja. Okay, ich bin den grünen Lichtern gefolgt. Hier ist auch grünes Licht. Das ist überall grünes Licht. Dann hinlaufen, wo ich will. Weiß ja auch nicht, wo ich hin muss. Das sagt er mir ja nicht. Ja, hat er irgendwas von Notizen gelabert, von bla bla bla. Wie hieß denn der? So, das hier wahrscheinlich. Römische Ziffern. Was dies wohl bedeuten soll. Ja, da muss ich halt wahrscheinlich hin, oder? Ich muss zu 6, 1 und 3. Das ist nur eine Seite, sehe ich gerade. Bitte? Nix. 6, 1 und 3 muss ich. Ah, er hat mich angelogen. Dieser alte Mistkerl hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Er hat mir den Bären aufgebunden, dass diese Karte mich zum Gold führen würde. Das in dieser Mine versteckt ist. Als ich ihn fragte, warum er nicht selbst hinabsteigt und sich das Gold schnappt, sagte er, er sei zu alt. Seine Augen seien nicht mehr so gut wie früher und er würde es einfach nicht mehr alleine schaffen. Und was habe ich getan? Anstatt den alten Narren auszulachen, habe ich ihn bezahlt. Bin bis in die tiefsten Tiefen der Mine vorgedrungen und ja, ich habe das Gold gefunden. Doch es war nichts weiter als Narrengold, stinknormales Pyrit, das selbst ein Kind von echtem Gold zu unterscheiden vermag. Meine Gier hat mich bisher hergebracht und jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Seit wie vielen Tagen bin ich bereits hier unten, verdammt. Vielleicht sind es sogar schon einige Wochen. Gott sei Dank mangelt es hier nicht an Ratten, ansonsten wäre ich schon längst verhungert. Meine Durst stille ich mit verdrecktem Grundwasser. Wenn auch das zu Neige geht, bleibt mir nur noch meinen eigenen Urin zu trinken. Ich habe die Notizen eines Mannes namens Gilman gefunden, der einen Weg aus der Mine beschreiben. Wenn mich die Angst nicht übermannt hätte, wäre ich jetzt in Sicherheit. Ich bin dem richtigen Weg gefolgt, doch als ich diese unmenschlichen Schreie hörte, bin ich weggerannt, bis meine Beine keine Kraft mehr hatten. Das ist das Ende, ich schaffe es nicht mehr zurück. Wenn ich hier sterben sollte, dann denk daran, wer auch immer du bist, folge den Notizen des Detektivs. Die Lichter sind der Schlüssel, die grünen Lichter, die ich in manchen Tunneln gesehen habe. Für mich gibt es keine Hoffnung. Und so entsetzlich müde, erste Notiz des Detektiven. Die erste Person verschwunden. Ah ja gut, das war das. Das hat mir ja nicht wirklich geholfen, gell. Gut, ja, das heißt, wir müssen... Da muss ich da oben... Ja, krieg dich, Junge. Alles gut. Okay, also hier lang. Den haben wir aber, glaube ich, schon gemacht. Genau, dann sind wir wieder bei 1. Das heißt aber, dass ich da lang muss. Aber das haben wir ja gemacht, wir sind ja hier lang gegangen. Genau, dann geht's weiter zu 3. Das ist hier. Okay. Und dann geht's weiter zu 1. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ne, erst 1. Junge. Hier ist 1. Steht das auch da? Ja. Okay, nochmal. Hier lang.
Das Problem ist, ich komme ja nicht mal ansatzweise da raus, wo ich rauskommen sollte. Also hier runter. Da kommt eins. Jetzt kriege ich das wieder grün. Und jetzt muss ich zu 3. Das ist hier keine Karte? Ah, hier. 3 ist quasi, wenn... Das ist 5. Also hier runter. Aha. Tricky, Alter, echt. Wieder 3 Lampen? Someone's here. Doesn't look very friendly. Achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. Outlast, meine Freunde. Ach du Scheiße. Müssen wir auf jeden Fall, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder so eine Notiz finden. I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Mhm. Also gegenüber von dem X in der Mitte, da ist wahrscheinlich die Botschaft, oder? Oh, ich zitter richtig. Okay. Ich brauche wieder die. Ich brauche wieder diesen Notizzettel, damit ich weiß, welche Gänge, dass ich lang gehen muss. Soll ich denn da sonst reinkommen? Beschissen. Mein Gott! Ja, was soll ich denn machen, bitte? Da kommt er wieder. Ich... Keine Ahnung. Jetzt bestimmt genau hierher, oder? Ja. Ja, dann geht er wieder in die Mitte. Wie soll ich denn da hinkommen? Habe ich auf jeden Fall. Okay. Also 9, 7, 8.
978. Gehen wir erstmal hier weg. Dass der mich da nicht sieht. Da ist 8. Da ist eine Karte. Dann gucken wir erstmal. So. Hier ist. Hier ist 9. 9 oder 11? Ist ja eh genau hier. Und halt den Rand, Alter. Das ist jetzt auch nicht mehr beschriftet, oder? Das ist halt Maden. Also hier lang. Der ist an. Dann 7. Pass auf, hier ist X. Das heißt, von X straight weg hier lang. Nee. Ah, Gott, ist das bescheuert. Doch, von X straight weg hier lang. Nein, Quatsch. Bin ich jetzt? Ah ja, stimmt schon. Hier vor und dann links. Hier an. Jawohl. Dann noch zur 8. Keine Karte. Da vorne ist er. Da ist 8. Usel. Tada. Jetzt müssen wir erst wieder zum Fragezeichen. Gottes Himmels Willen. Da sind wir reingekommen, das heißt, rechts rum können wir nicht. Das ist so, genau. Einfach geradeaus. Ja, war falsch. Ah, der kommt her. Wo ist eine Karte, Mann? Ich bin fast da. Jetzt ist die Frage, wohin? Gegenüber von 15. Heißt da vor. Ah ja, da oben brennt auch das Licht. Da steht aber auch der Kasper jetzt gerade rum. Und er kommt her. Scheiße. Jetzt geht er wieder, okay. Ah, ja. Mann, ich wusste nicht, dass der in das Haus geht. Ja. Okay, aber dann noch in das Haus rein. Die Notizen hinschauen. Baut ja schon mal nicht so schlecht aus. Was wir tun müssen, wissen wir. Ist er? Da vorne kommt gerade wieder. Ah, der geht, glaube ich, bis hierher, gell? Dann dürfte er mich sehen. Ja, da
Das habe ich mir gedacht. Es wäre mir jetzt an und für sich. Boah, das sind ja zwei. Ach so. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich sterbe. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich sterbe, dass das wieder von vorne losgeht, dass ich dann wieder alles marschieren muss. Da habe ich halt jetzt überhaupt keinen Nerv dafür. Ja, wenn du so weit willst. Na, komm jetzt! Mein Gott! Natürlich. Bin ich jetzt ganz falsch, oder? Ja. Immer geht's ja gar nicht. Das ist alles machbar. Die Scheiße ist nur diese Drecksnotiz zu finden. Hä? Da vorne ist sie. Jetzt geht er da rein, gell? In das Haus. Und wo geht er jetzt hin? Bestimmt zu mir dann. Genau. Geht er wieder da hoch, dann geht er runter und dann müsste er eigentlich in die andere Richtung gehen und ich kann da rein. Genau. The detective was eager to make it big on the tragedies that took place in Blackstone. Was I here? Okay. So, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret. Something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? 17, 13, 14. She knows something that even I don't. Danke, wäre mir gar nicht aufgefallen. Bin ich ja mal gespannt, wo das jetzt wieder startet. Ob wir die Notiz noch haben oder ob ich ganz oben wieder anfangen muss. Also wenn ich ganz oben anfangen muss, dann. Da hatte ich ein bisschen Aggro. Boah, wir haben tatsächlich die Notiz. Ist ja mega geil. Was haben wir gesagt? Wo müssen wir hin? 17, 13, 14. Erstmal hier weg und dann gucken wir, wo wir hin müssen. Pass auf. Ja, 17 ist ja genau neben uns. Das hier. Da kommt der Idiot schon wieder. Wir sind jetzt raid von da vorne gekommen. Ja, doch. Es muss 17 sein. Genau. Dann 13. 13 ist... Mhm.
nicht hier auf jeden Fall. Geh weg, Junge. Geh weg. So, wo sind wir jetzt? Boah, das muss genau... Er sagt hier, das... Nee. Da vorne muss 13 sein. Hier links. Genau. Perfekt. Okay. Und dann 14. Ach, da drüben. Keine Ahnung. Pass auf, das war... müsste auf der anderen Seite sein. Das heißt hier drüben. War falsch natürlich. Ja gut. Hier vor jetzt. Dann rechts und wieder links. Aber das ist halt genau auf der Route von diesem Penner, gell? Naja, da kommt er schon. Das schaut nicht schlecht aus. Jetzt links. Ja, das müsste es gewesen sein. Finde einen Weg, um die Mine zu verlassen. Geschafft. Nice. Darf ich damit zum Wagen rausfahren? Das wäre voll geil. Tatsächlich. Nein, nein, andere Richtung. Mann! Oh, diese Steuerung, hä? Dreh doch in die andere Richtung. So. Bewegt sich nicht. So bewegt sich das nicht. Kann ich nicht bewegen. Den Hebel kann ich nicht bewegen. Warum? Und nicht, weil das Teil jetzt da zu nah an der Tür steht, oder? Jetzt. Alles bewegt sich, kein Millimeter. Tatsächlich. Oh.
Okay, warte, die Schiene ist falsch. Voll der Cheater. Ja, jetzt dauert es letzten Endes doch wieder länger. Aber ich glaube nicht, dass ich damit fahren darf. Das ist wahrscheinlich nur, um diese Holzwand da unten aufzuhauen. Aber wenigstens leise und unauffällig, gell? Das muss man schon sagen. Scheiße. Okay. Das ist low, Leute. Sowas ist low. Muss echt nicht sein. Ich habe es endlich zu mir. Achso, ja, das haben wir schon gelesen. Ich musste echt diese Videosequenz nochmal reindrücken. Ihr seid ja solche Leuche. Natürlich. White Walker. Besiege Gilman, mit was denn? Ich hab doch gar keine Waffen. I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Ja, hau das Ding weg, komm. Was ist das? Natürlich. Ich stand halt echt besiegt, Gilman. Wie soll ich den besiegen? Aber hübsch gemacht, muss man ihn lassen. So mit dem Licht und so schaut irgendwie cool aus. Was das? War schon so lange kein Jumpscare mehr. Ich merke, glaube ich, bin richtig gevögelt. Ja, wir da rumfliegen. Okay. Geh hinter den Metallplatten in Deckung, um dich vor Eis zu schützen. I need to be careful. I knew those blasts could freeze me to death. Ja, aber. Andere Frage, was muss ich denn jetzt tun? Wahrscheinlich nicht runterfallen, wäre schon mal eine Idee. Heider, nein. Alles nix. Aber die sind human, also du startest echt, die Speicherpunkte sind cool. Besser als bei We Were Here Together.
heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Okay, da kommt jetzt aber ein großer Spalt. Ja, ich kann echt nichts sagen, Leute. Ich finde es voll geil gemacht. Optisch gefällt mir das schon sehr gut. Und auch spielerisch eigentlich. Was muss ich jetzt tun? Achso. Der ist kaputt, Junge. Was ist der jetzt? Der ist doch tot, Junge. Wieso erfriert man jetzt nicht? Ah, okay. Ach, schon wieder er. Er ist halt echt ein fliegender Eiszombie. Das tut ihm weh, wenn ich told you to get out! Wenn der Typ aber ein guter ist. Wieso hat der da meine Frau geköpft? Ist meine Frau ein Sowjet? Wie der halt immer zur Stelle ist, um mich rettet. Warum macht der die Scheiße nicht gleich selber? Kann sich ja anscheinend teleportieren und alles. Gold. Was war das für ein Stein? Nimm doch die Pumpe mit, du Idiot! Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einem Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern umhergeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand ist in mein Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich einer schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets. Sie wissen über alles Bescheid, kennen jedes kleinste Detail. Die ganze Sache wird immer verworrener. Ich glaube langsam, dass Nikolas nie den Verstand verloren hat. Auch er war nicht allein. Jemand folgte ihm auf Schritt und Tritt. Where am I? Oh! Fuck! Wait. Ist das der Brunnen vorm Haus? This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Ja. Na lecker. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich die Hand abschneiden müssen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, meine Homies. Wir sind wieder in der Gegenwart. Das freut mich sehr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit.